Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Mir ist noch kein Titel eingefallen, wie wir das Projekt endgültig nennen sollen. Vielleicht, ja, mir kamen ein paar Ideen. Und zum Beispiel Afterlife oder... Ja gut, jetzt sind mir die Ideen nicht mehr im Kopf. Aber das liegt auch daran, dass ich relativ müde bin. Weil ich ziemlich wenig geschlafen habe die letzte Nacht. Weil es hier einfach viel zu warm ist. So, das Gold nehmen wir mit. Wenn wir das überhaupt abbauen können, okay. Dann nehmen wir nicht mit. Oh, da ist ein Enderman. Mit dem legen wir uns nicht an. Noch nicht. Er rastet auch schon vollkommen aus. So. Da können wir uns eine Hose craften. Wir müssten noch Kohle herstellen. Nein, 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 falsch rum. So. So, dann wollen wir mal anfangen, uns ein paar Sachen hier, ja, anzupflanzen. Das ist gut. Tomaten sowieso. Und das, diese Sachen hier sind müssen. Ah, das ist auch gut. So, hier machen wir uns erstmal ein paar Brote. So, diese Emerald Shards, die da rauskommen, sind von Legend Gear. Die werden auch später noch ziemlich wichtig sein, Emeralds zu haben. Oh, 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 oh. Wir sollten jetzt aber erstmal schlafen gehen. Und ich muss gleich kurz die Steuerung umstellen. Weil das Zoom von Optifine kommt auf Z. Und nicht auf Control. So. Jetzt haben wir das aber auch immer noch nicht auf Control, das Sneaken. Wo haben wir es denn? Sneak ist auf Control. Das heißt, machen den auf 9. Minus. Und den auf... Nee. Geht sie mal. Dann. Aha. So, jetzt können wir uns nämlich hier eine Fackel drauf machen. So, was pflanzen wir uns noch an? Nee, das haben wir ja alles dabei. So. Tomaten. Ich glaube, genau unter uns ist eine riesige Höhle. Bin mir aber nicht sicher. So, Soybeans, Petues, hier kommt Erde hin, genauso wie hier, warte hier nicht, weil dann können wir nämlich genau, so ein bisschen unsere Felder planen.
So, das kommt wieder weg. Oh, die Ho geht natürlich auch ziemlich schnell kaputt, wenn ich das so richtig sehe. So, Kohle. Kohle haben wir jetzt hier genug. Was können wir machen? Wir können das Brot. Brote. Ja. Können wir auch brennen. Ah. Die müssten wir abbauen können. Ja, perfekt. Sind die uns schon mal aus dem Weg? Dann sollten wir uns gleich, wenn wir hier fertig sind, darum kümmern, Holz ranzuholen, um uns vielleicht erstmal eine kleine Hütte zu bauen. Also wirklich eine kleine Hütte erstmal. Oh, zwei Hungerkeulen gibt das nur. Was kann man denn daraus machen? Oh ja, richtig viel zu essen. Das wird übrigens unsere Hauptnahrungsquelle, der BLT. Allerdings machen wir aus Tofu, weil Tofu besser herzustellen ist als Schweinefleisch. Von dem her wird das dann wahrscheinlich unsere Hauptnahrungsquelle. So, erstmal ein paar Brote essen. So ein schönes Sandwich voll auf die Hand. Ah, ich habe da hinten schönes Holz gesehen. Ich sollte nicht immer sprinten. Oh ja. Und ich sprinte schon wieder. Ist halt so eine Angewohnheit. So, hier sind wir schon bei meinem Lieblingsholz für den Boden. Und wie gesagt, ja, ich hatte zwar bei Starbound gesagt, dass Minecraft mich nicht so, ja, antörnt, beziehungsweise dass ich Minecraft nicht so gerne aufnehmen würde. Allerdings. Doch, schon irgendwo schon. Es macht mir halt Spaß und keine Ahnung. Ist halt schön. Weil man hat hier keine Grenzen. Man kann bauen, was man möchte. Sich eigene Geschichten ausdenken. Eigene Stories. Minecraft ist schon nahezu das perfekte Spiel. Weil man kann halt fast alles machen. Da, jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, aber du machst es dem und dem nach. Ja, gut, aber wie viele Leute machen Minecraft und ja, machen die auch allen das dem einen nach oder dem anderen? Ich denke nicht. Klar, wie gesagt, dadurch, dass ich sage, dass ich es bei einigen YouTubern gesehen habe, könnte man jetzt auf die Idee kommen, ja, ich mache das nach, um Klicks zu generieren. Aber dem ist nicht so. Wie ihr gemerkt haben solltet, ich spiele das, worauf ich Lust habe, was mir Spaß macht. Und nicht, ob es mir Klicks gibt oder nicht. Und wenn ich meine, ich muss jetzt, keine Ahnung, irgendein Spiel von 1910 spielen, weil es mir Spaß macht, dann spiele ich das halt. Ist nun mal so. So. Der Müll wieder wegpacken. Ah, das ist gut, weil dann können wir die nämlich hier in der Nähe schon mal anpflanzen.
Weil davon werden wir jede Menge brauchen. Ja, die Textur der Eisenrüstung habe ich auch geändert gehabt, weil mir diese Rüstung ziemlich gut gefällt, das Design dieser Rüstung. Damals von Hexegears, wo ich noch nicht das Hexegears-Dings hatte, die Mod für 1.10. So, wie groß wird denn unser Haus? Dann heben wir jetzt hier erstmal das Fundament aus. Ja, das ist schon mal für den Anfang eine Größe, die man nehmen kann. Ah, der Baum muss gleich weichen. Oh, ich hoffe, die Schaufel macht das noch mit, was ich hier vorhab. Das sieht aber nicht so aus. Irgendwie kommt es mir so vor, als wenn Schaufeln bei diesem Projekt schneller kaputt gehen. So, weg damit, weg damit. So, Lager voll. Zwei davon. Und dann machen wir mal hoch. Zwei Schaufeln. So. Wir werden später viele bzw. große Plantagen brauchen. Gerade wenn wir viel unterwegs sind oder halt viel bauen, viel abbauen, brauchen wir genug zu essen, weil ihr seht ja, wie schnell Nahrung hier schon wieder verbraucht ist. Deswegen werden wir uns auch die BLTs machen, weil die geben definitiv am meisten. Und nein, das habe ich nicht von Gronkh geklaut, weil diese Erfahrung haben wir auf dem Server auch schon gemacht, was halt am besten ist zum Essen und was am meisten gibt. So. Dann wollen wir mal den Boden hier reinhauen. Und wir haben immer noch zu wenig Holz. Viel zu wenig. Aber ja, von der Größe her sollte das ein schönes kleines Häuschen sein. Nom nom nom. So. Dann erstmal kurz wieder hinlegen, weil wir haben nachts. Oh, you can only sleep at night. Also noch eben ein bisschen warten. So. Dann wieder zurück und weiter Holz holen. Und ein bisschen was generieren ja unsere Toastscheiben. Oh. Ach ja, die kann man ja auch mit Rechtsklick mitnehmen. Damit einem das Inventar nicht so voll gemüllt wird. Wobei ich damit am wenigsten Probleme eigentlich habe. Mit Inventarplatz. Mein Inventarmanagement ist immer gut. So.
Dann holen wir uns hier noch mal ein bisschen Holz ran. Und machen uns den Boden fertig. Kohle kann auch nicht schaden. Also nehmen wir die auch noch mit. Ach so, und in einer Sache kann ich euch beruhigen. Ich bin kein Freund von stundenlangen Terraformen. Also macht euch da schon mal keine Gedanken, dass das hier vorkommen wird. Dass wir jetzt, sagen wir mal, hier diesen Berg hier abreißen werden. Ich nehme meistens die Welt so, wie sie ist und baue daraus was auf. No, ich glaube, Erdbeeren nehmen wir auch erstmal hier mit. So. Oder unten ist noch eine. Weil daraus kann man immer schön diesen Erdbeersaft machen. Oh, und da sind wir schon wieder am Verhungern. So, ich würde aber auch sagen, das war's für diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Part. Tschö.